Herr Präsident, lieber Georg Fahrenschon, verehrte Frau Dr. Holst, lieber Herr Präsident Breuer, Herren Altpräsidenten Dr. Hoppenstedt und Hasis, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zwei Ereignisse prägen in dieser Woche die deutsche Volkswirtschaft und Öffentlichkeit. Der Sparkassentag hier in Düsseldorf und die weltweit größte Messe für Industrie, die die ganze Woche Hannover prägt. Hannover, zuvor London, waren Orte, an denen der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Obama, vier klare Botschaften aussendete, die für uns alle, für Sie, für mich wichtig sind. Erstens, Europa sollte zusammenbleiben. 70 Jahre Frieden, der größte Binnenmarkt der Welt, 510 Millionen Menschen, 28 Mitgliedstaaten, 25 Sprachen, viele Religionen, Kulturen. Wir haben aus der Vergangenheit gelernt und sein Appell an die Briten war klar, tretet nicht aus. Die zweite Aussage, deren Bewährung vor uns liegt. Das Handelsabkommen TTIP zwischen den USA und Europa ist weitgehend verhandelt, ist entscheidungsreif, noch in diesem Jahr. Und ich sage Ihnen, nicht Malta, nicht Zypern, nicht Estland, nicht Lettland. Wenn, dann wird vom Boulevard getrieben Österreich, vielleicht Luxemburg, Frankreich und Deutschland der kritische Partner in dem Verfahren auf dem Weg zur Entscheidung sein. Wenn man sich die Debatte der Öffentlichkeit in Deutschland betrachtet mit Chlorhühnchen und Reinheitsgebot, mit Schiedsgerichten und anderem. Kein Land hat von einem offenen Handel ohne Zölle, kein Land hat von gemeinsamen Standards für Produkte einen derart großen Vorteil wie der Exportweltmeister, wie Deutschland, wie unser Heimatland. Und deswegen ist meine Bitte an Sie, werden Sie Botschafter für ein Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Werben Sie bei Ihren Mitarbeitern, Ihren Familienangehörigen, Ihren Nachbarn, Ihren Freunden dafür. Denn die Allianz von NGOs und Amigo Home Altvorderen und einigen Kirchenoberen macht mir Sorge. Wir brauchen eine Welle, nicht der Begeisterung, aber der klugen Abwägung und Zustimmung, damit der Markt der amerikanischen Seite und der Markt Europas, damit die transatlantische Brücke die nächsten Jahrzehnte der Weltwirtschaft prägen kann und sich Amerika nicht endgültig pazifisch verabschieden wird. Die dritte Botschaft des Präsidenten war ebenfalls klar. Er ist Zusammenarbeit mit Europa in Sachen Terrorbekämpfung, IS und gegen kriegerische und unwürdige Zustände in Syrien, in Libyen, in der Ukraine, an anderen Orten der Welt bereit. Aber er appelliert an mehr Bereitschaft zur Verteidigung, mehr Investitionen in unsere Armeen, in die Bundeswehr. Wir werden entlang unserer großen Volkswirtschaft, unserer öffentlichen Aufgabe in der Außen- und Sicherheitspolitik, wir Deutsche, in keiner Form gerecht. In der NATO gilt seit Jahren, dass man 2% des nationalen Bruttosozialprodukts in innere und äußere Sicherheit investieren soll. Deutschland investiert 1,2%. Die deutsche Tagesordnung mit Mütterrente, Mindestrente, Rente mit 63, Betreuungsgeld. Wir konsumieren zu viel und investieren nicht genug. Nicht in Infrastruktur und nicht in Verteidigung. Und die vierte Aussage, die vierte Botschaft des Präsidenten, ist eine Herausforderung. Die Amerikaner setzen auf digitale Technologien. 500 Unternehmer aus den USA begleitet ihn. Während bei uns die Adressen, die in Hannover präsentieren, Siemens, Bosch, Festo, Mennekes, Liebherr, Trumpf und andere sind, das heißt Ingenieurkompetenz, Maschinenbau, Elektrotechnik, Fahrzeugbau, Fahrzeugzulieferung im Vordergrund steht, kamen aus den USA Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft. Diese fünf Unternehmen, die es vor 40 Jahren, zum Teil vor 15 Jahren noch nicht gab,
haben eine Börsenkapitalisierung, die ist doppelt so hoch wie DAX 30. Der Stolz der deutschen Volkswirtschaft. BASF, Bayer, Lanxess, Siemens, Daimler, SAP, BMW, VW, Deutsche Bank noch, 30, zum Teil 160 Jahre alt, haben eine Börsenkapitalisierung, die ist halb so hoch wie 5 Youngster aus den USA. Und deswegen, die Amerikaner sind Freunde und Partner für uns. Aber die digitale Herausforderung im globalen Wettbewerb ernst zu nehmen, die Aufholjagd zu beginnen, die Digitalisierung unserer Volkswirtschaft zu erreichen, Sektor für Sektor, ist eine Aufgabe, für die wir nicht mehr viel Zeit haben, die in diesem Jahrzehnt noch entscheiden wird, wer zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern gehört. Hinter uns liegt der Wettbewerb auf dem ICT-Sektor und bei der Telekommunikation. Da waren wir einmal stark. Bosch hat noch vor 15 Jahren Mobilfunkgeräte hergestellt, dann aufgehört zu produzieren. Siemens vor 10 Jahren der gleiche Fall. Nokia war noch vor 6 Jahren Weltmarktführer mit 40% Weltmarktanteil. Dann haben sie die Innovation statt schwarze Tasten Display versäumt. Sie wurden vor 3 Jahren insolvenznahe an Microsoft verkauft. Sie werden sich fragen, warum müssen wir in Düsseldorf, in Deutschland, Europa Mobilfunkgeräte herstellen? Weil aus dem alten Brikett mobiler Telefonie das entscheidende Steuerungsinstrument für Kommunikation, für Applikation, für Social Media, für Download, für Upload und für Industrie von morgen geworden ist. Als Tablet, als Smartphone, als Uhr, als Chip. Hergestellt, entwickelt von Apple in den USA. Produziert in Billiglohnländern Südostasiens. Von dort zu uns gebracht, dort durch LG und Samsung konkurriert, von uns genutzt und die Daten gehen von der Messe Düsseldorf sofort zurück nach Kalifornien. Wertschöpfung Deutschland, Europa null, wenn man einmal vom Mindestlohn im Telekom-Store absieht. Jetzt kommt übrigens Wertschöpfung. Als ich ein Kind war und Geburtstag hatte, meine Wünsche waren klar. Steif, der Teddybär von Gingen in der Brenz, Baden-Württemberg. Märklin, die Eisenbahn, Göppingen, Vils, Baden-Württemberg. Eine Dampfmaschine aus Dortmund und ein Chemiebaukasten aus Frankfurt. Das heißt, meine Eltern investierten in Arbeitsplätze hier. Unsere Kinder, die wollen eine Flatrate, die wollen Facebook-Freunde werden, wollen Sport-Apps, wollen Gesundheits-Apps für die Oma, wenn es klemmt, und wollen ein neues Smartphone 6S, wollen die Apple Watch, wollen ein Tablet und iPod für die Musik. Alles führt zu Arbeitsplätzen in Asien und in den USA. Und die Daten gehen dorthin. Big Data ist die amerikanische Strategie. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Wanderung der digitalen Technologien durch alle Sektoren der Wirtschaft ist in vollem Gang. Der Mediensektor ist schon überrollt. Wenn ich am Flughafen in Brüssel bin, ich lese noch Zeitung aus Papier. Früher haben alle dies getan. Heute bin ich der Einzige. Alle anderen, Kopf gesenkt, Display an, online unterwegs. Oder Fernsehen. Der Netflix-Chef sagte vor einem Jahr, als er hier gewesen war, ARD und ZDF oder BBC und RAI gibt es in 10 Jahren in der Form nicht mehr. Ich schaue gerne ZDF und SWR eingeschränkt, wenn nicht gerade Wahltage sind. Ich fühle mich durch das ZDF gut informiert. Mein Sohn, 18 Jahre alt, schaut freiwillig nie ZDF. Ich muss ihn in einem Hotelzimmer, wir sind gemeinsam dort auf dem Sofa, anschnallen, festbinden, Fernbedienung aus der Reichweite, dass eine halbe Stunde die Kochsendung rund um die Uhr im ZDF akzeptiert. Er ist sein eigener Programmdirektor. Download mit Spotify, mit Netflix, mit Amazon. Das heißt, die Revolution hat den Filmsektor, den Mediensektor voll erfasst. Und jetzt geht es durch alle Sektoren der Wirtschaft hindurch. Deswegen meine erste Bitte ist an Sie. Sie sind Unternehmensberater Ihrer Unternehmenskunden. Ihre Kunden, das Handwerk, die freien Berufe, der Handel, der Mittelstand, die Industrie, vertraut Ihnen, ist mit Ihnen seit Jahrzehnten in Geschäftskontakt,
Neben dem Steuerberater und dem Unternehmensberater sind Sie der Berater für die Entwicklung Ihres Kunden und seines Betriebs. Achten Sie darauf, ob Ihr Kunde die digitale Entwicklung versäumt, verschläft. Als Bäckermeister, als Metzgermeister mit Catering, als Fahrzeugzulieferer, als Buchhändler, als Freiberufler, egal ob in Medizin oder in Sachen Recht. Sie müssen kritisch Ihrem Kunden daraufhin prüfen, ob Sie Verlierer werden in diesem Jahrzehnt oder ob Sie die Digitalisierung nutzen und damit auch im nächsten Jahrzehnt im Markt wettbewerbsfähig sind. Die Wanderung ist in vollem Gang. Und deswegen kommt es darauf an, dass man für unsere Industrie eine kluge Strategie überlegt. Hannover, die Messe. Vor 10 Jahren war sie eine Messe für Ingenieure, jetzt zunehmend für Informatiker. War vor 10 Jahren die CeBIT, die IT-Veranstaltung, ist heute jede Messe auf dem Weg, digitalisiert zu sein. Die Grüne Woche wird digital, der digitale Bauernhof kommt. Oder die MIPIM und Expo Real für Immobilienwirtschaft, für Smart Home und Smart Factory. Oder die Funkausstellung, wo früher Grundig und Löwe im Vordergrund stand, heute Home Electronics und Consumer Electronics. Oder die Baumaschinenmesse. Oder die IAA. Oder die Landwirtschaft mit ihren Maschinen, die von John Deere oder anderen hergestellt, zunehmend mit Sensorik und Photonik digitalisiert unterwegs sind. Das heißt, wir sehen, dass annähernd 90% aller Arbeitsplätze, aller Produkte und aller Produktionsformen und Sektoren auf dem Weg der Digitalisierung sind und dies eine entscheidende Veränderung der Wettbewerbschancen bedeuten wird. Die Strategie unserer amerikanischen Freunde ist glasklar. Sie haben die digitale Überlegenheit und wollen jetzt die Reindustrialisierung der USA erreichen, indem sie 2 Vorteile ausspielen in Relation zu uns. Erstens eigene und kostengünstige Energie. Durch Fracking und Offshore-Drillinge, die Amerikaner stellen mehr Öl als Saudi-Arabien her und mehr Gas als Gazprom. Und der Gaspreis in den USA ist 1/3 so hoch wie bei uns und der Strompreis ist 1/2 so hoch wie bei uns. Das ist der erste Standortvorteil, namentlich für die energieintensive Industrie. Damit klar ist, den erneuerbaren Energien kann und wird die Zukunft gehören. Aber erst dann, wenn man Strom in größten Mengen speichern kann und die besten Standorte sucht. Wir installieren im Emsland zwischen Kloppenburg und Papenburg und Meppen Solar, obwohl dort garantiert das ganze Jahr die Sonne nicht scheint. Neben dem Instrument kostengünstiger Energie setzen die Amerikaner ein zweites Instrument ein, ihre digitale Überlegenheit. Und sie wollen dadurch die gesamtwirtschaftliche Überlegenheit. Und diese Strategie zielt nicht zuerst gegen Nordkorea und nicht gegen Kuba. Sie geht in das Herz der europäischen, der deutschen Industrie. Das heißt, der Angriff der Amerikaner auf industrielle Wertschöpfung ist absehbar. Wir müssen klug und schnell und europäisch darauf reagieren. Nicht alle Bereiche der Politik muss man europäisieren. Aber digitale Strategien machen regional, national keinen Sinn. Ein ganz großer Vorteil für die europäische Wirtschaft ist unser Binnenmarkt. Wir haben den größten Binnenmarkt der Welt. Ohne Zölle, ohne Protektion, mit Standards, die für alle gleich sind. 510 Millionen Menschen, die Schweiz, Norwegen, der Westbalkan, die Ukraine assoziiert. Wir haben aber keinen digitalen Binnenmarkt. Wir haben noch immer 28 unterschiedliche Datenschutzgrundverordnungen. Als ich im Jahre 84 in Landtag von Baden-Württemberg kam, hat Heinrich Hasis ein Landesdatenschutzgesetz verhandelt. Und in Bremen haben sie eins für Bremen und sogar für Bremerhaven verhandelt. Zu glauben, dass Baden-Württemberg oder Bremen Daten schützen kann, abwegig, gaga, vergessen Sie es. Google und Apple werden mit Sicherheit kein Landesdatenschutzgesetz abonnieren, übersetzen lassen und beachten.
Deswegen brauchen wir ein europäisches Datenschutzrecht, ein einheitliches. Und die Datenschutzgrundverordnung, die 2018 in Kraft treten wird, schafft im Grunde genommen Wettbewerbsgleichheit und findet eine Balance zwischen Big Data einerseits, Datennutzung andererseits und Datenschutz andererseits. Datensicherheit, Cyber Security. Ich sage Ihnen voraus, noch wichtiger als Datenschutz ist Datensicherheit. Und ich bin dankbar, dass und wie Sie in Ihren Rechenzentren, in Ihren Infrastrukturen, in Hardware, in Cybersicherheit investieren und wie Ihre Mitarbeiter in der Ausbildung zunehmend dafür sensibilisiert sind. Verstärken Sie diese Investitionen. Ihr Kunde hat Vertrauen zu dem, bei dem Daten liegen, speichern, Finanztransaktionen stattfinden, aber das Ganze nur ihm zusteht und ein Dritter unbefugt nicht stören, nicht hacken, nicht zerstören und nicht Industriespionage betreiben kann. Gestatten Sie mir einen Vergleich. In Sachen Verkehrssicherheit investieren wir sehr viel. Die Kopfstütze, der Sicherheitsgurt, Abstandssensorik und anderes mehr. Wir sind investiert und hochsensibel zugleich. In Sachen Arbeitsplatzsicherheit investieren wir sehr viel. Wenn die Presse von Müller-Weingarten oder Schule runterkommt, der Arm ist drin, hält sie an. Wenn der Roboter von KUKA den Menschen zu nahe kommt, hält er an. Gegenüber dem, wie wir in Sachen Verkehrssicherheit, in Sachen Arbeitsplatzsicherheit investiert sind, sensibel sind, gehen wir mit Datensicherheit noch immer höchst unsensibel um. Jeder kann mehr durch Investitionen und durch Vorsicht für seine Daten und deren Sicherheit tun und machen Sie aus den Sparkassen einen perfekten Ort höchster Standards für Datensicherheit. Wenn wir die digitale Überlegenheit unserer amerikanischen, auch unsere südkoreanischen Partner überwinden wollen, wenn wir im nächsten Jahrzehnt digitalisiert wettbewerbsfähig sein wollen, dann brauchen wir bestmögliche digitale Infrastruktur, Konnektivität. Es waren die Fürsten, die haben die Schienengleise gebaut. Es waren die 1920er, als der Autobahnbau begann. Heute haben wir für jede Stadt und jedes Dorf, für jedes Gewerbegebiet und für jeden Aussiedlerhof eine Infrastruktur, die aus Wasser, Abwasser, Telefonkabel, Stromkabel und Straße besteht. Straße in ausreichender Breite und Tragfähigkeit, dass der Opa zum Friseur gefahren werden kann, dass die Kinder zur Schule gefahren werden können und das Schwein zum Metzger und abends alle außer Schwein zurück. Und zu dieser leistungsfähigen Infrastruktur, Wasser, Abwasser, Strom, Telefon und Straße, gehört jetzt die digitale Infrastruktur. Und meine Damen und Herren, hier ist Deutschland noch längst nicht gut genug aufgestellt. Wenn ich von Brüssel über Luxemburg, Pirmasens, Landau, Trifels zuvor, Karlsruhe, Pforzheim nach Stuttgart fahre, ich kann Ihnen genau sagen, wo ich bin. Augen geschlossen, am Telefon, die Funklöcher Europas und Deutschland haben sich seit Jahrzehnten bewährt. Noch immer haben wir Dörfer, Orte und Industriegebiete, die im Funkschatten sind. Und Ihre Immobilienfachleute wissen sehr gut, der Wert einer Immobilie wird nicht mehr allein durch die Lage am Bodensee, nicht mehr durch die Halbhöhe in Stuttgart, nicht mehr durch die Zentralität in Düsseldorf geprägt sein. Der Wert einer Immobilie, egal ob Wohn-, Gewerbe- oder Infrastrukturimmobilie, hängt entscheidend vom schnellen Internet ab. Von der Erreichbarkeit und dem Datenfluss. Deswegen müssen wir Milliarden in Deutschland und Europa grenzüberschreitend in eine 12-spurige Autobahn investieren, denn der Bedarf an Datentransporten wird in den nächsten Jahren nicht linear, er wird explosiv nach oben gehen. Upload, Download, Streaming Services, Social Media, M2M, B2B, B2C, IoT, Industrie 4.0, Telemedizin, Connected Cars, Autonomous Driving, Automated Driving. Da ist es nicht ausreichend, wenn man von 3 auf 30 Megabyte investiert. 50 nicht das Ziel, 100 nicht das Paradies. Wir brauchen die Gigabyte-Zukunft. Die 12-spurige Autobahn
wenn in Europa der Datenfluss ein Vorteil und nicht die Datenverstopfung ein elementarer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Nachteil werden soll. Datenschutz, Datensicherheit, Infrastruktur und Kompetenz. Wir, Sie, ich brauchen Kompetenz. Deswegen bin ich dankbar, dass in der Ausbildung Ihrer jungen Mitarbeiter digitale Kompetenzen enthalten sind. Aber da Deutschland neben Japan die älteste Bevölkerung der Welt hat, wir sind im Durchschnitt 45 Jahre alt, die Amerikaner sind 8 Jahre jünger als wir, müssen wir alles tun, dass die Weiterbildung, die berufliche Qualifikation des Direktors, des Vorstands, des Präsidenten, des Kommissars, des Außendienstlers, der Bausparkasse, eines jeden Mitarbeiters in Industrie und Dienstleistung in den nächsten Jahren den Schwung in die digitale Zukunft durch ganz Deutschland bringen kann. Bilden Sie Ihre Beschäftigten intensiv und besser digital aus, damit die Nutzung von digitalen Möglichkeiten, Kommunikation, Applikation selbstverständlich bei jedem Mitarbeiter angesiedelt ist. Glückwunsch to Pay Direct. Das meine ich ernst. Apple Pay und PayPal sind auch auf dem Markt. Was macht mir Sorge dabei? Der Apfel von Apple ist 5 Milliarden Menschen auf der Erde bekannt. Das ist der Sparkasse vielleicht 800 Millionen Menschen. Ich weiß es nicht. Apple ist eine globale Marke. Das heißt, Apple Pay in Südkorea, in Südafrika, in Brasilien und in Deutschland unterwegs. Ihre Marke ist national. Meine Empfehlung in aller Bescheidenheit, nutzen Sie Ihr Netz der Savings Banks und der Retailer, europäisieren Sie Pay direkt. Sie müssen nur das K zu einem C machen, alles wäre vorbereitet. Pay ist schon englisch, europäisch aufgestellt. Direkt mit K ist noch national aufgestellt. Ich will Sie bitten, denn digitale Dienste brauchen Skalierung, die Menge macht's. Sie müssen nicht auf 50 Millionen Kunden und Partner kommen, Sie müssen auf 500 kommen. Und dies schafft Europa, wenn es gemeinsam in die digitale Zukunft geht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das europäische Projekt ist erstmals in Lebensgefahr. Wie sieht abschließend ein Worst-Case-Szenario aus? Im Juni Referendum in Großbritannien. Unterstellt, der Brexit kommt. Dann wird Schottland eine Woche später ein Referendum beantragen, raus aus Großbritannien, rein in die Europäische Union. Wales und Nordirland überlegt, die Färöer bleiben England gleich. Dann wird Le Pen, Marine Le Pen in Frankreich versprechen, wenn er mich zur Präsidentin im Mai nächsten Jahres wählt, machen wir ein Referendum in Frankreich, raus aus der Europäischen Union. Die Österreicher werden ähnliche Wege vielleicht gehen. Und die AfD ist auch zu einigen in der Lage, was uns für unsere Zukunft Sorgen machen muss. Meine Damen und Herren, Europa ist die Friedensunion. Wir haben nie 70 Jahre in Partnerschaft, Nachbarschaft, Freundschaft und Frieden gehabt. Es ist die Wertegemeinschaft. Wir haben ein christliches Menschenbild. Wir haben eine Werteverankerung, Rechtsstaat, Demokratie, Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Wir sind die Währungsgemeinschaft und wir sind der Binnenmarkt. Aber ein Kommissar und wenige europäische Abgeordnete als Botschafter dafür allein sind zu wenig. Manches in Brüssel kritisiere ich auch. Und ich bin gern bereit, da weiter mit dir, lieber Georg, in Kontakt zu sein. Aber die europäische Idee, das Projekt für Frieden und Wohlstand in Lebensgefahr, braucht Sie alle als Botschafter. Wenn nicht jeder Sparkassendirektor in seinem Rotary-Club, zu Hause, in der Familie, bei den Kunden und Mandanten, bei Kundenveranstaltungen, neben den rein sektoralen Fragen, auch über das Projekt Europas und seine Zukunft spricht, die Gemeinsamkeit, die Friedensunion, haben wir nicht genügend Botschafter und der Populismus und der Nationalismus kommt weiter ungehindert voran. Es ist nicht nur eine europäische Entwicklung, Nationalismus, Populismus, ist auch bei Putin zu Hause, bei Blocher in der Schweiz zu Hause, bei Donald Duck Trump zu Hause. Und deswegen mit Entschiedenheit
nicht in Euphorie, aber aus Überzeugung für Europa einzutreten und dies in Ihre Landkreise und Gemeinden zu tragen, ist meine Bitte heute an Sie. Alles Gute Ihrem Deutschen Sparkassentag. Applaus